Fertig. Unser Lego City 60224, das kleine Shuttle mit Satellit. Lego City Reihe, ja, 9,99 für 84 Teile. Hier haben wir die Bedienungsanleitung. Watschen einfach, wie es der Held der Steine so gern sagt. Ja. Also für 84 Teile 51 Seiten. Das ist schon bemerkenswert. Gott, die chinesische Konkurrenz hätte es auf zwei DIN A4 Blättern ausgeliefert. Ja. Karton von vorne. Und ja, wieder schon. Und Karton von hinten. Ja, da sind wir. Holen wir schon mal ein bisschen näher. Ja. Ja, da ist das gute Stück, das kleinste Set der Mars Mission Serie. Süßes, kleines Shuttle. Ich denke, für Kinder ein gutes Mitbringsel. Ich wollte es halt auch noch haben als Ergänzung zu den anderen. Der Weltraumbahnhof kommt morgen. Das zweitgrößte Set. Das größte Set gefällt mir nicht so richtig. Die Rakete mit mobiler Abschusseinrichtung. Das finde ich das ja, schön groß, aber irgendwie springt mir da der Funke nicht über. Ich muss es mir mal angucken, wenn es einer meiner Kollegen hier auf YouTube vielleicht vorstellt oder ein Speedbild, dann gucke ich mir das mal an, ob ich es mir auch noch hole. Aber der Weltraumbahnhof gefällt mir. Die Raumstation, also die ISS sozusagen, die werde ich mir auch noch kaufen, aber zweimal, um eine größere draus zu bauen. Da muss ich auch noch ein bisschen sparen. Habe gerade einen Haufen Geld noch für andere Sachen ausgegeben. Über 10 Sets noch in China bestellt. Gott, hier ist er. Den Astronauten, den kennen wir schon aus dem Shuttle. Genau dasselbe. Ich mag den glitzernden Helm. Ich finde die Farbkombination von den Astronauten und von den Sachen super. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Orange, weiß und schwarz. Sieht einfach super aus. Muss man ehrlich sagen. Die Helme mit dem Gold. Gewöhnungsbedürftig, aber okay. Dazu gibt es den kleinen Satelliten hier. Ja, sind Sticker, wie ihr euch denken könnt. Nichts Besonderes. Das Set, also den Astronauten und den hier, gibt es auch als Polybag. Müsst ihr mal gucken. So, hier haben wir das Shuttle. Ihr habt den Speedbild gesehen. Kleiner, netter Bild. Nicht wundern, das Loch hier hinten. Da kann man den Satelliten einbringen, seitlich verriegeln. Dann sieht es fast nochmal aus, als hätte ein Triebwerk. Ist nett gemacht. Absolut. Das hier kann man natürlich verstellen. Die Seitenruder. Wir haben zwei Aufkleber. Wie ihr hier seht, auf jeder Seite. Die auch farblich vom Orange her relativ gut passen, sind kleinen Tick dunkler. Ansonsten, ich finde, die Cockpitscheibe ist gut. Das ist ein nettes kleines Modell. Ja, da braucht man nicht viel Worte drüber verlieren. Innen ist ein bedruckter Slope mit Instrumenten, wie wir ihn schon so oft gesehen haben. Und um den Astronauten reinzusetzen, muss man ihn wirklich nach hinten kippen. Sonst schließt das Cockpit nicht. Ja, also dann passt er gerade so rein. Ich finde es nett.
nichts Besonderes, nichts Tolles. Zeigen wir euch noch die Unterseite. Ja. 8 Minuten gebaut oder so ähnlich. Nett. Mehr ist es nicht. Aber okay. Wenn das Ding auf 7,99, 6,99 runtergeht, in 2, 3 Wochen, dann denke ich, werde ich mir noch mal eins holen. 2 Shuttle schaden nie. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis 84 Teile, 9,99, ist es nicht so super günstig. Aber von der Größe her und mit Minifigur kommt es ungefähr hin, wie bei anderen Lego City Sets auch, wo es ein kleines Auto oder Polizeiwagen und eine Minifigur für 9,99 gibt. Oder die kleine Feuerwehrauto mit Minifigur für 9,99. Also da reiht sich es prima ein. Und ich denke 7,99, 6,99 werden wir mit Sicherheit demnächst bei Amazon oder sonst irgendwo sehen. Wer warten will, kann dann noch 2-3 Euro sparen. Ich glaube, ich habe auch nur 8,99 bezahlt bei Fedes. Also nicht bei Fedes direkt, aber bei einem Laden, der zu Fedes gehört. Der hatte die jetzt alle schon am Dienstag, genau. Okay. Das war das kurze Review, die kurze Vorstellung mehr, besser gesagt, zu Lego 60224 Shuttle plus Satellit. Gut, wie immer gilt, gebt uns einen Daumen nach oben, freut uns wirklich sehr. Seid ihr neu beim Kanal. Vielleicht denkt darüber nach zu abonnieren. Bis dann. Bye bye.